Hallo zusammen, und dann wollen wir doch hier auch gleich nochmal ein bisschen weitermachen. Also, wir haben erstmal eine noch zeitlich begrenzte Aufgabe. Mein Publikum hier lacht über den normalen Schaden meiner Waffe. Und irgendwo scheinen hier spezielle Gegner zu sein, die uns auch interessieren. Stehen. Da werden wohl diese Dinger sein. Halt nicht. Feigling! Reinigt deine verkommene Seele. Sind auch noch Bücher, Alter. Und wir wollen ja erstmal das Zeug hier zurückbringen. Du bist rechtzeitig zurückgekehrt und ich danke dir, denn dieser Händler ist nicht nur nur in meinen heilenden Obhut, er ist auch mein Leben. Ich bin dem Sensenmann von der Clique gesprungen. Dank euch. Hier, nehmt dies zum Dank. Nicht besonders stark, aber okay. Na gut, soll uns egal sein. Das auf jeden Fall auch mal noch erledigt. Der Feuerbestie, dann machen wir mal das. Und dann haben wir dann möglicherweise das so, dass wir vielleicht dann das und das hier zum Beispiel gleichzeitig dann irgendwie machen können. Aber das müssen wir halt mal sehen. Hier geht es irgendwie so eine Art Mini-Dungeon rein. Gehe ich mal davon aus, also dass wir nicht einfach nur die Tür des Turms aufschließen und da zwei Gegner drin sind, dass wir wahrscheinlich irgendwo da rein müssen. Heide.
Achso, das war sie, ne? Genau. Den gleichen Weg zurück hier. Soll ich nach einer Amme schicken? Kommen wir hier. Super Rüstung. Hier in der Gegend muss es sein. Okay. Anjaka, mein Schatz, da bist du ja. Sag, wo sind ihre Brüder und ihr Vater? Mein Mann. Es kam jede Hilfe zu spät. Diese furchtbaren Monster. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Anjaka, wir müssen jetzt stark sein. Ich danke euch trotz allem. Ihr konntet wenigstens meine Tochter retten. Okay. So, was haben wir jetzt hier? Zeremonienstab. So, wir hatten jetzt zuletzt hier wieder ein bisschen Konzentration reingegeben. Konzentration wird uns halt noch ein bisschen. Wir können auch noch mal ein bisschen Wendigkeit machen für Angriff und Verteidigung. Ja. Sehr schön. So. Sehen wir nämlich mal, wo das jetzt hier hinführt. Er flehe vergeht. Ja, lauf nur, du Bastard! Gut. Habt ihr das schon gehört? Auenhofen am Rande zu Demodres Baronie ist die Kornkammer des Reichs. Abseits der Wege sollten sich hier Höhlen befinden, in denen seltsame Monster hausen. Ebenso wird geflunkelt, dass das Haus de Mordray hier Einflüsse auf den Adel ausübt. Okay. Voilà. Könnte es jetzt tatsächlich sowas sein, wo man jetzt wieder mit Leuten reden sollte hier? Soll ich nach einer Amme schicken? Bisschen reingehen ins Feld oder so. Ah!
Nicht, dass das dann das hier oben ist, ne? Weil das eine würde ja eventuell dahin deuten. Und wenn die Diebe selber sind, kann ja wirklich sein, dass es dann heißt, dass auch einer von denen sozusagen den Gegenstand hat. Ich sehe nur halt jetzt das Rote nicht explizit auf der Karte. Das ist halt ein bisschen vage. Wo das jetzt ist. Na egal, wir werden es mal versuchen. Ob wir das mal finden. Es sieht ja fast so aus. Obwohl, wenn sie sagen, ja, eine Stadt Richtung Süden verlassen, ne, dann wäre das wirklich. Also, da sich das fast gar nicht bewegt, wenn wir uns bewegen, würde das ja normalerweise darauf hindeuten, dass, vielleicht hier oben dann langsam. Rot müsste ja eigentlich ein Gegner sein, ne? Euch brauche ich. Ich suche einen Geleitschutz zum Viertel der Diener. Nein. Okay, dann haut das auf jeden Fall schon mal nicht hin, was das Ding hier anzeigt. Leider keine Verteidigung oder sowas. Und Regeneration hat so ein Special Move, der bringt uns jetzt nicht zu viel. Immer Handschuhe mit mehr als einer. Das Slot, das ist natürlich auch mal geil, ne? Aber gut, also dieser Marika hat jetzt erstmal nichts zu sagen. Offensichtlich. Ja, dann werden wir das vielleicht jetzt. Ja, ich weiß nicht, wo wir das jetzt sonst finden sollen. Ich meine, theoretisch kannst du dich schon mal. Wobei der optisch weiß das ja auch dahinter. Also, ne? Ich denke, wenn ich mich richtig entsinne, was bei. Ach ja, genau. Also irgendwie, weil der genau hier war, das Ding nicht gesehen. Achso, das war da unten, ne? Komm ich da nochmal runter? Ah, wahrscheinlich schon. Hier in der Gegend muss es sein. Das sind noch mehr Quests. Was willst du? Ihr seid gewiss von den Göttern geschickt worden. Bitte befreit meine Herrin aus den Anwesen, welchen, und bringt sie sicher zu ihrem Schatz, der sie vor den Osttoren der Stadt erwartet. Okay. Vielleicht später. Ja, also Geleit, das machen wir erst danach. Runde, oder? Ich lasse. Wurde der Fackel hier angezündet? Grüß die anderen von mir, ich hole dich später.
Ach so. Das ist, okay, wir brauchen nur irgendeinen, der das dann droppt. Ne? Mission ab. Offensichtlich noch nicht endgültigst, aber macht ja nichts. Ja, wir gehen auf jeden Fall mal hier runter. Wir lassen mal dieses andere Geblinke und irgendwie da hier jetzt außen vor. Er flehe Vergebung. Einfach mal so ein Tränkchen hier. Auch du liegst gleich im Staub. So. Ein Rückenbrecher hier. Müsste das ja bestimmt aufgehen. Welch schreckliches Geschehen in dieser kalten Totengruft. Ihr dort, wenn es keine Umstände macht, würdet ihr es begrüßen, wenn wir uns befreien und aus diesem Schweinestall führen würdet. Danke. Aufmachen wir da. Die Türen auf? Nö, erstmal nicht. So ein Zeremonienstab. Was ist der hier? Dann können wir das nicht gleich noch abgeben. Ah, ja, genau. Hier in diesem Kirchending oder was auch immer das war. Tempel. Das macht jetzt, denke ich, schon Sinn, wenn wir hier das gleich machen. Die Götter würden euch für diese Tat ihren Dank erweisen. Da unten noch. Wo war denn dieser? Ah ja, genau, du warst doch noch hier. Okay. Also weil der eine wahrscheinlich da oben hingegangen. Ein Viertel der Ruchlosen. Bringt es noch heute zu weit? Ja. Okay. Ich habe nichts für dich. Okay. Wir gehen jetzt trotzdem erstmal kurz nochmal darum, dann geben diese Leute da mal ab. Und dann machen wir mal dieses Viertel der Ruchlosen, weil wenn wir da einfach von sich jetzt 10 Mann überfallen werden, nicht, dass das für uns ein Problem wäre, aber wir wollen ja nicht, dass nur doch irgendjemand hier weggehauen wird. Liebespott! Das sieht hier schon aus. Des Herrn.
hier durch. So. Auf euch ist Verlass, heißt es. Und es hat sich wieder einmal bewahrheitet. Dieser Arm der Sekte ist abgeschlagen und wird auch wohl nicht mehr so schnell nachwachsen. Ihr seid wacker und tapfer. Ohne euch wäre ich gewiss zu unüberschaubaren Schaden gekommen. Nun jemanden eures Schlages mit schnödem Gold zu bedanken, ist nicht genug. Doch ich werde die hiesigen Meister informieren, dass sie euch zuvorkommende Preise anbieten sollen. Natürlich nicht schlecht. Was für ein Abenteurer. Ich jedenfalls danke euch von ganzem Herzen für die Rettung. Ein Schwager von mir ist Schmied. Ich werde die Zunft bitten, euch bessere Preise eine Schmiede in der Stadt zu machen. Auch nicht schlecht. Oh, ich danke euch. Danke, vielleicht kann ich den Krämer überzeugen, euch nicht über den Tisch zu ziehen. Okay. Na, okay. War ein bisschen Spezialsachen. Ich weiß nicht, ob er hier der Schmied ist, aber gut. Heide. So. Das heißt, das hier nochmal. Brenne im Feuer der Verdammnis. Weg mit euch. Also ne, wir müssen auf jeden Fall hier hoch, ja. Mal durch hier. Ich denke, wir können jetzt so hier durch. Ich weiß nicht, ob wir, wenn wir nochmal eine weitere Mission haben, wo wir irgendwie solche Gegner dann oder irgendeinen Gegenstand dort finden müssen, ob wir dann diesen roten Zeiger mal wieder korrigiert bekommen. Ich weiß auch nicht. Ein neues Familienmitglied. Ich traue dir nicht. Aber wenn unsere Partner meinen, dass du seist richtig für diese Aufgabe, dann führe den Weg voran und eskortiere mich zur Gilde der Diebe. Und wenn uns Truppen von Hauptmann Bergonix folgen, schlitze ihnen die Kehle auf. Ah, okay. Das wird aber dann bestimmt... Also rein optisch sieht es so aus, als ob das außerhalb wäre, hm? Lang und dann biegt man da vielleicht ab. Ich weiß nicht, ob man da wie von da aus dorthin kommt. Welch eine Arena. Hier mal eine Arena. Da steht auch jemand. Hoppala, wird gar nicht hier hochgehen. Okay, weiß nicht. Memme.
letztes Mal ein bisschen hier angehauen, aber... wie kommen wir da hoch? Ich hoffe, dass wir nicht grundlegend irgendwie falsch abgebogen sind. Ja. Kommen wir hier durch? Ja. Hilft es uns? Fragezeichen. Okay, wir kommen irgendwie hier rein, ne? Oder doch nicht? Also irgendwie muss er darauf gehen, ne? Jetzt sag mir nicht, das wäre doch alles von da oben gegangen. Sieht fast so aus, oder? Ja, auf der großen Karte sah es ein bisschen anders aus, ne? Ich denke, das ist... Oder kommen wir hier irgendwo hoch? Das ist jetzt so weit. Ah, fuck. Hier hätte man drüber gehen sollen. Okay, dann, auf der Karte sieht es irgendwie so aus, als ob es sich das irgendwie außerhalb der Burg da lang zieht und dann. Die Karte hat uns angelogen. Halt! Verdammte Schweine, ihr habt mich festgezogen. Ich wollte ja dahin. Okay. Ja, deswegen können wir alle die. Ah ja, wie schon gesagt, hat es mich echt hier verarscht. Ah gut, wenigstens ist... Moment, wie kommen wir eigentlich zu dir? Okay. Ich will meine Minotauros wieder haben. Der verdammte Sklave ist getürmt. Bringt ihn zurück und es soll euer Schaden nicht sein. Ihr seht aus, als würdet ihr nicht vor einem Kampf mit einem Minotauros den Schwanz wie ein geprügelter Köter einziehen und davonrennen. Mocha, einer meiner Gladiatoren-Minotauren, ist entlaufen. Vermutlich hält sich das Vieh irgendwo in den umgebenden Höhlen versteckt. Okay. Na gut. Na, habe ich jetzt auch noch nicht nochmal neu damit erkennen. Zwischenstand oder irgendwas gespeichert, von daher. Achso, hier geht es von der Brücke hin. Das kann man ja nicht wissen. Hier sollte ich meine Börse festhalten. Habe ich schon gesagt, ich habe keine Ahnung, ob er uns vielleicht nicht doch irgendwie weggestorben wäre. Ja, wenn sie nur Diebe sind. Geld oder Leben. Ja, wo ist denn halt auch diese Magier immer mit dabei? Komm zurück, ich tu dir doch nichts. Na gut, ist gelogen, aber...
Ei, der Daus. Da habt ihr ja ein schönes Rattenpack ans Messer geliefert. Mehr Berge eures Schneides sollten es geben. Hier, nehmt dies zur Belohnung und dann kümmern wir uns um das nächste Schurkenvolk. Okay. Genau, ne? Das war das. Mokra, der Minotaurus, der war da. Das war jetzt sozusagen die eine Aufgabe von dem hier drüben. Das heißt, wir können uns zu denen hier nochmal hingehen und jetzt... Also gut, wir vielleicht nochmal erst den Minotaurus, wenn wir den auch zurückbringen müssen oder so. Na gut. Ja, also wenn es jetzt hier oben irgendwo noch eine weitere Aufgabe gibt, das... jetzt hier, das reicht dann auch erstmal wieder. Weitermachen. Achso, du. Und du auch. Na gut, dann. Ja, komm. Ihr seid gewiss von den Göttern geschickt worden. Bitte befreit meine Herrin aus dem Anwesen und bringt sie zu ihrem Schatz. Achso, genau, das war das. Meine arme Herrin ist verheiratet mit Zarfort de Falta, einem wirklich bösen und brutalen Herrn und Günstling des Hauses de Mordray. Gegen ihren Willen wurde sie damals mit ihm vermählt, doch sie sehnt sich nach ihren wahren Geliebten, den sie schon von Kindesbeinen an kennt und der Pferde für die Flucht besorgt hat. Doch er ist kein Kämpfer und meine Herrin wird hier für verschlossenen Türen Gefangenen halten. Rettet sie. Ich komme wieder. Okay. Na gut. Auch du liegst gleich im Staub. So ein Zeremonienstab. Was ist das für eine Wendung des Schicksals? Mein Gemahl ist tot. Ich bin tatsächlich frei. Dann eilt und führt uns zu diesem Käfig heraus. Wo musst du jetzt hin? Hier einfach nur. Okay, das kriegen wir, denke ich, mal hin. Ich denke mal, mit diesen Zeremonienstäben oder was hat sich da irgendwie was verhauen. Bei Sacred 2 war es ja auch hin und wieder mal so, dass er so einen Marker oder sowas gesponnen hat, aber eigentlich sind die Pärchen, okay. Ich danke euch, denn ihr habt meine Geliebte aus den Klauen eines Monsters errettet. Auch wenn dieses Gold nie aufwiegen kann, was ihr getan habt. Nehmt es und lebt wohl, denn wir werden diesen Ort bald verlassen. Wie kann ich euch nur jemals danken? Endlich frei von diesem Monster Zarfort. Doch wir werden diese Stadt verlassen müssen, denn seine Familie ist einflussreich. Und ihr wisst bestimmt, dass er auch zur Blutlinie der Mordrays gehört, die nicht gerade für ihre Vergebung bekannt sind. Hier, dieser Ring soll euch dienen, und doch ist es nur ein geringer Lohn für das Glück, welches ihr mir beschenkt habt. Okay. Ja, da in der Kunst ist aber auch nicht so stark jetzt. Na gut. So, jetzt war hier direkt daneben noch eine Questgeberin. Genau. Mal nochmal ein Zwischensavior. Seid ihr willens, dort Gerechtigkeit walten zu lassen, wo es kein Recht gab? Wollt ihr einen Verbrecher richten? Schon wieder. Der ehrenwerte Richter Schrull hat ein Vergehen an mir für einen seiner Kumpane gedeckt. Weil ich nur eine Magd bin, ist der auch ach so ehrenwerte Freund des Richters davongekommen und man hat mir Unzüchtigkeit vorgeworfen.
Richter Schrull und sein Helfer sind in dieser Taverne. Mögt ihr hineingehen und sie zur Sühne fordern? Ich will, dass ihr die beiden für die Albträume, die sie mir beschert haben, büßen. Ich werde dich nicht enttäuschen. Oh, das ist ja nicht besonders weit, ja. Wo bist du, hä? Und was willst du von mir? Pass bloß auf, ich bin ein Mörder und Halsabschneider. Erst vor kurzem habe ich eine Mark gefällig sein lassen. Und durch meinen richterlichen Freund hier bin ich auch noch unantastbar. So, nun kämpft. Kannst du mehr als deine Leute? Ich dachte, du bist noch mal da, hä? Okay, das war mal schnell. Ich danke euch, es geht mir nicht besser. Doch weiß ich, dass die Seelen der Gequälten nun ruhiger schlafen können, da diese Elenden nicht mehr mir oder einem anderen Markt nachstellen werden. Na dort. Schuhe der Feigheit. Bis 43. Keiner sollte hier endlich mal aufräumen. Minimal besser als das. Aber eine weitere Aufgabe erledigt, ja. Na gut. Jetzt aber wirklich zu diesen Mocha hier. Und dann zu unserem Marker dorthin und dann wobei ich weiß jetzt natürlich nicht, ob diese Diebesgeschichte oder was er da meint, vielleicht ist das auch das, was jetzt da Richtung Osten war. Aber werden wir sehen. Einfach so dahin. Ja, vielleicht hier. Also, das wird wohl die Höhle sein, ne? Blut.
mal so ein Ding gleich. Okay. Die sind dann hier wahrscheinlich so mehr oder weniger einzigartig. Warte, bevor du nur Morka niederstreckst. Ich bin Gladiatoris und Sklave. Ja, aber Morka auch haben Recht auf Freisein. Niemals du mich bringen lebend zu brutale Meister der Gladiatoren. Aber wenn du voll mit Ehre, lasse mich hier leben und bringe Horn des Gladiators dieser Schandzeichen. Ist Sklavenring. Sage Morka sind ein frei. Na gut. Also nicht, warum du dich mit diesen komischen Typen hier rumtreibst. Wurm, dein Blut reinigt deine verkommene Seele. Soll ich nach einer Amme schicken? Wirklich eine verrückte Menge von diesen Kerlen, ne? Oder Frauen teilweise hin und so. Also jetzt etwas weiter wieder. Aber gut. Also erst einmal hier hoch. Einmal hier auf der unteren Ebene entlang. Goddammit. Kommen wir von. Achso, ja, das geht trotzdem. Na gut, dann ist das nicht so schlimm. Renn so schnell du kannst! Mal schauen, was er dazu sagt. Du hast ihn laufen lassen und wagst es mir, meinen Sklavenring als Abschiedsgeschenk zu überreichen. Dafür wirst du zahlen, du Verräter. Stirb!
Stirb endlich! Kannst du mehr als deine Mutter? Das ist natürlich trotzdem irgendwie lustig. Könnten vielleicht mal du machst eigentlich fast mehr Sinn hier und dann tauschen wir die zweimal aus. Ich meine, theoretisch schleudert das Ding noch vor, aber machen wir das mal so rum. So, also eine ganze Menge Quests jetzt hier erledigt. So, jetzt gehen wir nochmal zu unserem Marker hin. Neben den mal noch an und mal schauen, wo der jetzt überhaupt hin will. Ob er dort in diese Kanalisation wirklich mit rein will oder noch irgendwo anders hin zu irgendwelchen, wenn ich es richtig im Kopf habe, Dieben oder sowas. Wir könnten da oben lang gehen, ist aber denke ich egal, ne? Den Schaden hier macht. Sechzehn, also ein bisschen mehr Verteidigung. Aber nicht diesen ganzen Bonusschaden, ist so schön, ne? So würde wahrscheinlich nichts werden. Mein kostet nichts, sondern wir haben dort 6000. Die einfach mal probieren. Bis 58, okay. Okay, das ist zu wenig. Offensichtlich. Schaden physisch. Hier ist halt der Schaden an sich mehr oder weniger identisch mit unserem, ne? Ja. Nicht mal in derselben Liga, ne? Nun gut. Hier zieht das Ding halt hin, aber macht ja keinen Sinn. Betrachte es als erledigt. Also auch dorthin. Einer weniger. Ich vermute mal, dass er noch mehr kommen werden, wenn wir dich hier mitnehmen.
Ist nicht. Natürlich nicht. Ja. Hier muss es irgendwo sein. Zu mir! Ihr kommt zu spät. Seid bedankt und verschwindet, bevor ich euch... Was? Was wollt ihr hier? Verlasst mein Viertel. Ich danke euch für diese hervorragende Eskorte. Dieses Geschäft wird der Versorgung der Truppe im Süden sichern. Hier, empfangt eure Belohnung. Okay, weiß nicht, was der eine jetzt hier so hatte, so rumgedingst hatte. Mist hier. So, raus aus diesem Viertel, das ist ja fürchterlich. So, jetzt soll sich das ja auch erstmal erledigt haben, würde ich sagen. Ja, irgendwas sind wir hier bekommen. Na gut. So, dann also mal wieder weiter zurück. Also langsam kriege ich den Weg hier ganz gut hier durch. Können wir auch wieder gehen. Ja. Warum erhöhst du einen Kampfmagier-Skill? Steigere. Konzentration plus 2 schadet nichts. Ist auch von der Rüstung her mehr oder weniger okay, ne? Gut, ist halt nochmal magisch gegen Feuer. Ja, wäre vielleicht sogar okay. Und hat halt 3 Slots, ne? Aber noch mal wieder. Physische Resistenz erhöht. Na gut. Schade, 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 dass das nicht mehr geht. So ein Grizzlybär oder sowas herumzuwirbeln war auch echt lustig gewesen, aber nun gut. Ja, ich hätte jetzt gehofft, vielleicht. Die Zeremonienstäbchen hier einsammeln, aber ich denke mal, da wird nichts mehr werden.
Na gut, dann würde ich aber sagen, machen wir hier nochmal ein Save. Und beim nächsten Mal geht es halt dann in diese Kanalisation hinein und da werden wir uns da auf jeden Fall da mal durchkämpfen. Und ja, ich denke mal für heute reicht es mir jetzt auch langsam hier, aber ich tut mir langsam mal der rechte Zeigefinger weh. Aber gut, nun gut, haben wir uns ja doch durch sehr viele Quests hier sozusagen mal hindurch gekämpft. Und ja, wie schon gesagt, beim nächsten Mal geht es dann mal da rein und dann geht es mit der Hauptquest weiter. Na da, erstmal soweit, bis dahin.